Moin Ladies, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 2. Was haben wir denn beim letzten Mal vergessen? Wir haben uns gar keine Stats gekauft, sonst wären wir doch auch viel besser gewesen. Mann, Mann, Mann. Manual hochgeknallt, jetzt können wir nämlich von zwei Wettbewerben hier unsere Stats hochfeuern. Wir haben ja bald alle Tier schon, wa? Das war's, okay. So, haben wir mal richtig hochgepusht hier. $32.000 an den Mann gebracht. Wir machen wieder, das war nix hier, ne? Mit Helm und so, das war doch scheiße, das letzte Let's Play. Das war doch Mist. Weiter geht's. Was haben wir diesmal? Ach nee, das war alles schon. Wir waren gerade in Ventura und sind jetzt Philadelphia, Pennsylvania. Was war das denn jetzt nochmal? Also je weiter wir hier fortschreiten, umso schlechter werden meine Erinnerungen. Collect 5 Random Foundation. Ach doch, ich glaube, man muss sie auch so über... Ja, genau. Man konnte ja auch über... Gleich mal wieder konzentrieren hier. Ja gut, man konnte hier, oder man musste hier nachher über die Kabellage oben, über die Stromleitungen und so weiter. Das, ja, so war das. Geht auf jeden Fall gut los. Da kommt der Bus. Das sieht hochprofessionell aus, was ich hier mache. Glocke, auch nicht gekriegt. Ich glaube, in der ersten Runde kriegen wir gar nichts. So wie ich das hier sehe. Das A haben wir. Nee, nicht mal das A haben wir. Egal, wir fahren jetzt mal weiter. Wir erforschen das Level. Ich wollte doch sowieso sagen, dass wir erstmal, bevor wir irgendwas anderes machen, das Level ein bisschen erforschen. Da rechts kam man auf jeden Fall noch rein, wenn man irgendwas gemacht hatte. Aber was jetzt genau? Weiß ich auch nicht mehr. Und wir machen nochmal Manual. Und drehen nochmal eine Runde. Wenn wir den noch landen jetzt hier, haben wir schon mal Punkte. Dann gehen wir nicht ganz leer aus. Dann könnte man den Brunnen noch trockenlegen, bin ich der Meinung. Ja, da oben ist das Tape, das sehe ich schon mal. Wo muss denn das Tape noch, damit ich nicht ganz so doof dastehe? Ich glaube, dass das hier auch gar nicht mehr so leicht war, bin ich der Meinung. Ohne es jetzt ganz genau zu wissen, glaube ich, das wird ein relativ langes Let's Play. Oder habe ich hier nur... Ah, genau, da muss man hochgrinden. Ja. Da ballern wir jetzt gleich mal hin. Da oben muss man hoch. Hm. So war das. Und hier, das war schon mal nix. So, halt mal an, Kumpel. Ach nee, hier war das auch nicht. Da war die Glocke. Bleib mal oben, Kumpel. Das Tape, das holen wir uns jetzt noch. Halt mal an. Nö, auch das Tape holen wir uns nicht mehr. Da mime ich ja gerade bis auf die Knochen. Wird weggeschnitten. Wird alles weggeschnitten. Naja, immerhin die Scores. Und der nächste wird besser. Jetzt holen wir uns mal hier die Glocken. Wir holen uns die Glocken. Sie haben wunderschöne Glocken. Liberty Bell. Das nächste Ding war auch da unten irgendwo. Das war nix. Ich glaube, da müssen wir mit dem Wallride hoch, oder? Schauen wir mal. Ja, voilà. Den haben wir auch. Da oben ist noch eine Glocke. Haben wir. Da oben ist noch eine Glocke. 4 von 5. Mensch, jetzt geht's auch schon wieder rund hier. Wo ist denn die 5. Glocke abgeblieben? Drehen wir uns mal im Kreis hier. Die muss ja auch irgendwo sein. Da ist sie. Auch die haben wir uns geholt. So, da oben ist ein E. Kommen wir da ran? Jo. Holen wir das Skate mal rückwärts. Ist auch schön. Für die Fans. Drehen wir mal um. Ups, das war nix. Da ist das T. Da ist das A. Hier mal hochgeflitzt. Das war auf jeden Fall auch irgendwie was da oben. Wenn ich da oben drauf grinde, bin ich mir relativ sicher. 35 Sekunden noch. Das kriegen wir noch hin. Dann müssen wir da hoch. Aber mit Schwung. Mit Schwung, bitte. Bin ein bisschen langsam unterwegs, glaube ich. Sollte ich doch lieber hier vielleicht? Scheiße. Naja, die Glocken haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht so blamabel. Richtig blamabel wird es ja, wenn wir mal eine Runde haben, wo ich gar nichts schaffe. Dann wird es richtig schlimm. So, jetzt haben wir mal ein Special.
Okay, das wird jetzt eh nichts mehr, weil wir das Tee auch noch brauchen, aber gut. Ja, war schön. Haben wir die Glocken geholt. War das wieder gut. Dann kümmern wir uns jetzt aber mal ums Skate. Da ist das S. Wenn wir hier bleiben. Da ist es. Dann schnappen wir uns das Ding hier noch. Da ist es. Jetzt klappt es gleich wieder auf Anhieb, wie das immer so ist. Da ist der T. Mensch, warum nicht gleich so? Hätten wir uns einen ganzen Anlauf gespart. Aber gut, wollen wir nicht meckern. Jawoll. Nö, ich wollte auch nicht wieder aufstehen. Skate reicht mir. So, weiter im Text. Was kriegen wir jetzt noch hier rausgefischt? Wir holen uns denn nochmal. Wo haben wir uns denn? Hier, da oben, das Ding am besten. Dazu müssen wir da oben rauf, aber irgendwie mit Schwung am besten. So, genau, zielen. Das wird was. Die Knete holen wir uns auch noch. Na, ich wollte die Knete noch holen da oben. Egal. Möp, möp. Haben wir das Ding auch noch geholt. So, was brauchen wir noch? Jetzt habe ich noch nicht geguckt, was für ein Slide war das denn nochmal. Kann man es hier irgendwie gucken? Nee, kann man nicht. Ich wollte mal gucken, was für ein Slide ich überhaupt da oben an der Markise machen muss. Auf jeden Fall musste ich da einen machen, das weiß ich noch. Fahren wir mal einen Kreis hier. Könnt ihr die Punkte noch holen eigentlich, ne? Flip hier, Flip. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Müssen wir gleich erstmal nachlesen. Wo noch die Punkte? Punkte. Oh, das hat gut gemacht. Schade. Kommen wir da nicht mehr rein. Also, Skate haben wir. Tape haben wir. Lip Trick an 4 Skaterpark Lips. Skaterpark ist das, was da gerade frei geworden ist. Blunt Slide, The Awning, Drain the Foundation. Puh. Gut, wir gucken jetzt erstmal Blunt Slide, The Awning und Lip Trick. Das kriegen wir hin. Mit dem Lip Trick fangen wir mal an. Das ist auf jeden Fall da unten das Ding. Dazu werden wir mal hier erst lang am besten. Schwung holen. Ich glaube nämlich, wie ging denn Blunt Slide nochmal? Blunt Slide. War ich das schon? Awning? Jo, das war er. Tap, tap. Dann holen wir uns jetzt die Lip-Dinger. Das ist hier Handstand machen und so. Ach so, einmal reicht schon. Ja, einmal angehupt. Einmal reicht anscheinend schon, dann haben wir den Skatepark. Und hier ist es auch viel einfacher, Punkte zu machen. Hier hat man ein paar schöne Halfpipes. Oh, da sind die Punkte. Ist auch schön. Nochmal ein paar Bugs. Achso, ja, aber hier die Bones, ne? Achso, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich nicht grinde. Warum grindet er jetzt und macht nicht das, was er soll? Wird er mal so ranfahren? Ja, Philly Side. War der erste. Was muss ich machen, damit er nicht ständig. Okay, einfach nicht springen drücken anscheinend. Das ist doch bestimmt noch einer. Das war der zweite? Hä? Hatte ich nicht schon zwei? Zwei, drei, ja. Was fehlt jetzt noch? Hier noch vielleicht einfach mal. Mit Zeit. Nö, haben wir auch schon. Einmal hier ganz rechts vielleicht. Rollip. Nö. Ja, nö, das war nix. Das waren nur drei. Aber wir haben den Blunt Slide.
Dann fehlen wirklich nur noch der Six Score, Lip Trick an 4 Skatepark Lips und Drain the Foundation. Die Fontäne ausmachen. Wie machen wir das denn? Muss ich vielleicht da in die Mitte rein? Irgendwie? Mit Schwung? Vielleicht? Wahrscheinlich, ne? Probieren wir. Schwung in die Mitte. Zack. Nee, das war nix. Aber ich glaube, die Idee ist die richtige, oder? Lass mal vermuten. So, mach Gas, Junge. Schon doch irgendwie grinden oder so, oder? Nö. Oder muss man hier im Kreis grinden? Kann das sein? Einmal rum? Drain the Foundation. Wie soll das denn sonst funktionieren? Oder war da oben nicht auch noch irgendwas? Ne, da ist nur Geld. Ja, wenn es jetzt ein Livestream wäre, könntet ihr mir sagen, Marin, du musst doch so und so. Ist es aber nicht. Kann man nicht ändern. So, dann holen wir jetzt hier mal richtig Schwung. Und jaffen da mal rüber. Nö, geht nicht. Das wird jetzt wohl der erste Versuch, wo wir tatsächlich mal nichts schaffen. Schon gar nicht, wenn ich so weitermache. Aber ich sehe schon, Let's Play Tony Hawk's Pro Skater, Teil 9. 1 Stunde 45 Minuten. Martin fährt blind umher. Claude meine ich. So, komm jetzt aber mit Schwung. Nö. Ja, das war nix. Machen wir mal so. Das war gar nix. Da machen wir erstmal die Lip-Tricks, bevor wir uns hier blamieren weiterhin. Hilft ja alles nix. Punkte müssen wir auch noch machen. So, Nummer 1. Hier fällt einfach nochmal. Hier. Mach da einfach mal wieder ganz entspannt. Nicht das, was er soll. Soll ja in diesem Bowl sein. Das sind doch die Bowls hier eigentlich auch, ne? Ja, 2. 3. Achso, und jetzt vielleicht nur noch wieder? Ne. Hier? Wo ist denn hier noch ein Bowl? 1, 2, 3. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Hatte ich die hier noch nicht vielleicht? Oder einfach hier das Ding da? Muss ich hier vielleicht nochmal einen rinjaffen? Macht er natürlich nicht. HP-Lift. Jo, das war er. Gut, dann versuchen wir mal ein paar Punkte zu machen. Ich glaube, das war auch ganz schön viel, was wir da schaffen müssen. Aber das wird schon. Und jetzt noch einen. Dann wir den? Nö. Hätte wahrscheinlich Punkte gebracht. Aber gut. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Ihr merkt, ich werde wortkarg. Könnte daran liegen, dass es dann doch jetzt langsam ein bisschen schwerer wird. Reicht nicht. Reicht nicht. 250.000 müssen wir schaffen, meine Güte. Also es fehlt nur noch Drain the Fontaine und den Six Score. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Six Score. Dass ich da nur rüberkomme. Ich glaube nachher, wenn ich ein Let's Play machen will, wo alle Scheine geholt werden, das wird glaube ich ewig dauern. Jetzt habe ich gerade so viel Schwung. Ich glaube, jetzt versuche ich nochmal. Komm, Kumpel. Nö. Gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, komm, gehen wir erstmal Punkte. Der Anfang war ansprechend. Hau ab.
Hier rüber. Naja, so bringt das alles nichts hier. Mann, ich wollte auch gar nicht rüberspringen eigentlich. Ich wollte so den Trick machen, aber gut. Das reicht uns nicht. Das reicht uns lange nicht. Jetzt soll ich doch nachher auch mal anfangen. Wurde ihm gerade schlecht oder was war das? Vielleicht soll ich nachher mal anfangen und mir die Tricks mal so legen, dass ich wirklich punkten kann, ne? Aber erst ab dem nächsten Mal. Hier schaffe ich es noch so, glaube ich. Würde für mich jetzt bedeuten, Airwalk anstelle vom Judo. Das wird schon mal relativ viel bringen, glaube ich. 180.000, das reicht noch lange nicht, Mensch. Zehn Sekunden noch. Jetzt ziehen wir durch. So, kriegen wir noch einen hin? Jo, einer geht noch. Reicht das schon? Und den landen wir auch noch. Und dann reicht es immer noch nicht. Schade. Das war mal ja nix. Jetzt einfach nur Punkte. Punkte. So, das war schon mal die halbe Miete. So wird's gemacht. Warum ich jetzt nichts mehr mache, weiß ich gerade auch nicht. Aber ich glaube, ich mache einfach dasselbe nochmal wie eben. Und nutze den aus. Und jetzt. Okay. So war's nicht gedacht. So auch nicht. Egal, wir brauchen noch 90.000, die während rechts gerade dazu vorbeifährt. Das kriegen wir noch hin. So, was brauchen wir jetzt noch? 50.000, die holen wir uns hier über den hier. Und jetzt noch irgendwas nettet. So, der reicht auch schon. Dann gucken wir jetzt nochmal wegen dem Drain the Fountain. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was ich übersehen habe, wie man sonst noch die Fountain drainen kann? Ich wüsste nicht was. Muss doch bestimmt in die Mitte jumpen da oder was? Oder da oben grinden vielleicht? Ihr helft mir aber auch nicht, weißt du? Wir werden nur mir selbst überlassen. Da oben müssen wir glaube ich hin. Und da war irgendwas. Ja. Das kriegen wir noch hin hier. Das war da. Auf jeden Fall. Das war nicht da reinhüpfen. Das hätte ich gleich zum Anfang machen können. Rüber da? Nee, und da ist nämlich das Problem. Man muss richtig Schwung haben. Jetzt, es kommt langsam wieder. Es kommt langsam wieder. Da müssen wir hin. Richtig Schwung da hoch. Das war schon mal wieder nix. Das auch nicht. Wie kriegen wir so viel Schwung drauf, dass wir da locker reinkommen, ist die Frage. Hochkommen, nicht rein. Wäre natürlich witzig, wenn es doch nicht da oben ist, aber gut. Dann ist es so. Können wir das auch nicht ändern, ne? So, ich glaube, wenn wir hier rüber gehüpft kommen, kommen wir aber nicht. Wenn wir da drüber kommen, dann haben wir gewonnen, glaube ich. So. Jetzt aber. Nö. Warum nicht, ist die Frage. Jetzt aber. Jawolla. Da
Da oben ist es. Ich habe schon gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da ist dieses Dingsbums-Ding da, wo man gegenfahren muss. Aber wir brauchen mehr Schwung. Den versauen wir uns gerade wieder schön. Geil. Vielleicht können wir hier so ein paar Tricks noch machen auf der Pipe. Nein, noch nicht so. Ach so, geht das vielleicht gar nicht? Ist das gar keine Pipe? Nö. Schade. Mit diesem No Comply, glaube ich, springt man noch ein bisschen höher. Aber das reicht ihm halt noch nicht. Und jetzt aber. Nein, auch nicht. Da oben ist er auf jeden Fall. Da müssen wir hoch. Das wird jetzt noch nichts werden, aber bestimmt beim nächsten Mal. Oder wir drehen erstmal die Stats auf die Schnelle hoch. Spend some Cash. Das machen wir nämlich jetzt auch schnell. Wir drehen hier noch Spin hoch, Ollie hoch, Lip Bell hoch. Und dann haben wir uns noch ein neues Skateboard. So ein richtig geiles hier. So ein richtig gutes. Wo wir mehr Tempo haben. Birdhouse. Falcon 2. Keine Ahnung. Muss ich mich erstmal richtig beschäftigen, glaube ich, bevor wir Quatsch kaufen. Also, Drain the Fontaine, Jungs. Da müssen wir ran. Und nicht mal das klappt am Anfang. Ach ja, aber ich sag mal so. Wir haben eh gerade nichts Besseres vor. Es ist Sonntag. Also bei mir zumindest. Bei euch ist es wahrscheinlich Donnerstag. Oder irgendwie sowas. Jetzt aber. Immer noch nicht. Kommen wir noch irgendwie anders hin. Vielleicht. Bin ich vielleicht gar nicht auf der richtigen Spur. Da oben. Ah, ja. Okay. Ja, die letzten 10 Minuten könnt ihr jetzt skippen wahrscheinlich. Ich denke mal, wir können auch einfach da oben hoch. Ja, das war wieder clever. Ich gebe es dazu. Ich gebe es ja gerne zu. So, jetzt sind wir hier. Oh, hallo. Drain the Fontaine. Das war's gewesen. Das hätte ich auch gleich so machen können. Aber ich bin der Meinung, dass ich so auch schon mal hochgekommen bin. Aber wahrscheinlich durch irgendwelche anderen Umstände. Ja, damit ist der Brunnen leer. Wir haben's. Mein Gott, jetzt hat er's. Da tun wir auch noch. So ein bisschen Moneten abgeriffen hier. Die letzten 40 Sekunden nehme ich ja auch noch mit an die Hand. Da werden wir mal noch ein paar Scheine sammeln, wenn wir es dann schaffen. Oh Gott, die Scheine nachher zu sammeln, glaube ich, das ist nichts für ein Let's Play. Ob da lang wollt ihr euch tot. Nicht, dass ihr es jetzt nicht auch schon tut, aber dann richtig. Weil da sind so Sachen dabei, da kann es auch mal echt ewig dauern, bis man das hinkriegt. Und ich dachte wirklich, man muss hier so springen und dann... Ah, ihr wisst schon. Dann geht das Ding leer. Aber nee. Aber so ist auch schön. Nachdem das letzte Video irgendwie nur 2 Minuten ging, geht das hier jetzt eben mal 20. Was soll's? Was soll's? Da ist das Ding. Und da sehen wir mal wieder, wir haben Tony Hawk auch in Philadelphia ganz nach oben gebracht. Aber denkt immer dran, das Glück ist eine Hure. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.